So, wir haben 16 Leute gerettet, was eigentlich perfekt ist. Hairtrigger, Datapad und Corpses. One of Advanced Datapad from the Field. There's a valuable Intel stored with. Achso, genau, da kriege ich Intel durch. Und ich krieg Faceless You and your Autopsy. crew have dealt another serious Und wir kriegen blow plus today's 48. efforts today, Commander. Combat has taken an extreme mental toll on the soldier. They will not be able for deployment until they have rested on the Avenger. Oh shit, da haben zwei Leute den Shaken. Das ging nicht anders. Ich bin aber davon ausgegangen, es wird ein deutlich schwererer Einsatz, ehrlich gesagt. Na, ah, da haben wir das. New objective added. Construct Proving Ground Facility. Complete the Skull Check Project. Use the Skull Check und an Advent Commander, Officer. Das dauert relativ lange. Current objectives based on the most recent findings. The Advent Captain seems to provide a means of Experimental Weapons Breakthrough. Dann würde ich die fast mal nehmen. And the Advent Network Tower itself. Commander, if we're going to try to build this Skull Jack that Tigan came up with, we're going to need a specialized facility to test it out. Lumida und Xeli. Wir haben die Experimental Weapons durch. Sehr schön. Deswegen können wir jetzt im Proving Ground neue Sachen machen. Frostbomb, Shadowkeep, Hunter's Axe, Boltcaster. So, jetzt könnte ich die Modular Weapons mal nehmen. Da kann ich nämlich die unsere Waffen verbessern. Dann können wir nämlich die guten Sachen bauen. New Target Sites. Wir können entweder gegen die Armor vorgehen oder wir können die Overwatch Option rausnehmen. Ich glaube, ich würde eher gegen die Armor vorgehen. Außerdem kriegt man da einen Wissenschaftler, beim anderen kriegt man einfach nur Supplies. Ich finde Wissenschaftler am Anfang wichtiger. Ich glaube, dann sind wir schon wieder wahrscheinlich mit unseren Soldatenressourcen am Ende. So ein bisschen problematisch. Den können wir jetzt Lumi mitnehmen. Fuchs, wir können auch Ninka mitnehmen. Da mussten wir aber mal ein bisschen. Moment mal, das war Laura, ne? Das ist doch jetzt eindeutig Fuchs. Save the character pool. Accept. Ne, Jean und Thor müssen jetzt mal das nehmen und Lumi kriegt noch eine Flashpin, die sie dann über die Map yeeten kann, um die Sektoiden auszulöschen mit ihren komischen Sachen. Bei einer Charakterstelle die ganze Zeit die Musik zu hören, ist irgendwie merkwürdig. Metis 1-5, the communications relay is up ahead. Move in and destroy the target. Ach, noch nicht richtig geladen. Der muss noch kurz nachladen, die Texturen. So, Communication Relay up ahead. Das ist da drin. Hier sind jede Menge kleine Bunker und Scheißkram drumrum. Das Haus hier einzunehmen wird das Blöde sein, glaube ich. 11 Runden habe ich Zeit. Oh, Xeli. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Noch bin ich ja auch noch nicht aufgedeckt, ne? Ach nee, das sind direkt wieder so. Oh, das sind Zivilisten. Ich werde fast reingelaufen. Alter Schwede. Wieder problematisch geworden. Hier war ja niemand. Ab geht's. Da kann er hin vorrücken. Natürlich supi, wenn ich meine Leute ein bisschen in ein Kreuzfeuer aufstellen kann, meine beiden Sniper, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Der Angriffsmission. Spurte los. Bin gar nicht mehr daran gewöhnt, dass hier noch jemand Deutsch spricht. Ich habe ja keine deutsche Stimme gegeben. Ninka redet jetzt, glaube ich, Japanisch. Ist natürlich nicht so gewollt. Ich habe gar keinen Hacker dabei, ne? Also kann ich hier gar nicht remote hacken, die Lampen und sowas.
ist gar nicht drin, dieses Remote Hacking. Und auf das hier komme ich nicht oben drauf. Das ist natürlich fies. Brücke aus. Dass sie das nicht sehen. Finde ich immer noch lustig. Ne? So, oh ja, nee, der da hinten mit der großen Kanone. Ah, nee, der gehört nicht zu uns. Ne, tschüss. Feindliche Ziele in Sicht. Feindliche Ziele an dich. Ja, nee, sie spricht Englisch. Spricht sie in Englisch, wenn sie Japanerin war angeblich. Verstehe ich nicht ganz. Das muss man bei den Snipern ein bisschen stehen lassen hier, sonst können die ja von hinten gar nichts machen. Und Lumi muss vor allem hinterher juckeln. Bin schon dabei. Dringend. Lumi ist ein bisschen langsam vom Gefühl her. Muss man ja einfach mal festhalten. Die läuft nicht so weit wie andere. Ist ein bisschen lauffaul, die Migude. Insektoid direkt zu zerstören ist meiner Meinung nach eigentlich immer super wichtig, aber ich weiß nicht, ob der hier weiter nach unten läuft. Der ist ja gerade von hier rumgelaufen. Wir wissen die Frage, ob der hier weiter nach unten läuft. Hat irgendwie eine ziemlich große Sichtweite. Zumindest die beiden zusammen. Okay, ich me dirige vers la cible. Nehmen wir mal volle Deckung. Tout de suite. Kommen wir noch durch. Kommen hier noch hin, ohne Alarm auszulösen. Bisschen langsamer gehen, weil ich sonst nicht weiß, ne? Wann ich Alarm auslöse. Wenn ich da vielleicht irgendwelche Sachen nicht gesehen habe. Oh. Die Dinger kann man nicht aufmachen, die Eingänge, ne? Von denen. Und dort durch die durchs Fenster springen, löst natürlich Alarm aus. Und da hoch komme ich noch nicht. Komme ich da generell nicht hoch? Da ist noch eine Leiter. Keine Ahnung. Läuft da anscheinend nicht hoch. Ich habe den Verdacht, die laufen hier nach vorne weiter. Ne? Darauf baue ich gerade. Und dafür muss natürlich mein Schrotflintenmensch muss näher ran. Wenn die hier aber reinlaufen, wird er hier gespottet. In Ordnung. Dann stellen wir da drüben an die Wand. I guess. Ja, perfekt, da kommt er. Es gab irgendwann mal auch so ein Schießt alle auf den gleichzeitig Aktion. Und das wäre eigentlich das, was ich jetzt gerne wieder hätte. Nämlich 81% auf den. Das ist schon der, der zuerst schießen sollte. Bin dabei. Feuerschutz. So, du bist der Letzte. Auf ihn, würde ich sagen. Das war direkt ein One-Shot. Nice gemacht, Xeli. Einfach umgelatzt. Mit dem Reveal-Shot direkt ein Sektoid getötet. Das ist schon eine ganz geile Aktion, meiner Meinung nach. Und los geht's! Na los, zeigt euch! Mit einem Reveal-Shot direkt jemanden töten. Hallo, Stunlancer. Ah, direkt mal drei in den Rücken gegeben. 95% für 3 bis 5 Damage. Gib ihm. Die halbe Wand dabei zerstört, finde ich eine gute Option. Das war doch klar, oder? Oh, da habe ich die nächsten direkt gesehen. Oh, oh, oh. Aber ich bin in voller Deckung gegen sie. Mir ist gegen sie in voller Deckung. Also das hat funktioniert. Gleich da.
Ja, da muss so ein Umweg laufen, deswegen komme ich nicht so weit voran. Natürlich blöd. Könnt jetzt einfach meinen. Könnt Xedi einfach versuchen zu attackieren. Holy Warrior. Ach, der kriegt hier irgendeine Unterstützung, wa? Wenn ich aber rechts flankieren kann, kann ich da relativ viel. Oh ne, never mind. Relativ viel wegmachen. Die Lumi ist direkt wieder ohnmächtig geworden. Ich hätte da mal eine Frage. 3 bis 5, ne? Problem ist, der ist ja trotzdem heftig dabei. Ne, ich wollte es nicht mehr haben. Puh. Dann gebe ich also hier immer noch ein Full Cover, ne? Das ist mal Quatsch. Ist ja nicht ein Full Cover. Punkt. Aber ich kann hier nicht reinlaufen, ohne zu sprinten. Jetzt wurde ich gefragt wegen WOT. No, Ninka, trifft es doch! Ninka trifft es doch! So, so Ninka, so trifft man. Oh, das hat gar nicht viel AP. Doch, das hat deutlich mehr HP. Und der stirbt davon. Durch den Backlash. Das ist natürlich super nice. Aber das Lumi direkt wieder. Moment, aber Lumi hat noch 3 HP. Die ist einfach nur ohnmächtig. Was ich jetzt nicht wegkrieg von ihr. Das ist nicht blöd. Kann ich sie aufheben? Muss ich sie aufheben? Kann sie auf jeden Fall aufheben. Ach, wenn es sein muss. Da muss Tovo mal Lumi tragen, I guess. Genug erwartet. Hat eh nicht so viel gemacht. Ja, wäre es schon cool gewesen, die Benommenheit wieder wegnehmen zu können. Ich sollte vielleicht jetzt nicht mit dem vorlaufen. Moment, auf jeden Fall muss ich mit Drawn mal richtig nachholen hier. Ich sollte vielleicht jetzt nicht mit dem vorlaufen, der gerade einen Verwundeten trägt. 5 bis 7. Gib ihm. Ja, hätte auch ein One-Shot sein können. Mit bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Hätte es ein One-Shot sein können. Macht Ninka jetzt mal das Ding kaputt. Haben wir das durch? The alien transmission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. Welche immer remaining hostiles? Ich hoffe, das sind keine mehr. Ehrlich gesagt. Legen wir endlich los. Das wäre sonst irgendwie problematisch, wenn da noch mehr wären. Als ob er. Tor, du Cheater! Der ist gerade durch die Wand gesprungen. Advent ist hier. Ich habe immer noch 2 Granaten, ja? Eine HE-Granate und eine Blendgranate. Ich wusste schon, warum ich die mir aufhebe. Wegen den Sektoiden, die sind dann nervig genug. Und Unit Down, das ist nämlich ein Free-Action, meiner Meinung nach. Und ich glaube, der kann immer noch mit seinem. Hat er noch 2 Aktionen? Ne, hat keine 2 Aktionen, er hat nur 1 Aktionspunkt. Dammit! Kann hier slashen, um den schon mal rauszunehmen. Ich meine, es sind nur 2. So muss das sein. So, Ninka, du gibst mal Xeli ein bisschen Deckung.
Weil mit 28 triffst du eh nicht viel. Bin dabei. Ein Tor bleibt hinten, damit wir dagegen vorgehen können. Währenddessen Jean hier rumsprintet, damit wir zukünftig flankieren können. Oh, der ist ja auch Sniper. Ich hab's komplett vergessen. Ich war irgendwie, dass er Heavy Gunner ist. Dann kann er eh sprinten. No, no, Mind Control. Lumi war der Heavy Gunner. Die Granaten hat, war Lumi. Ich habe keine Granaten mehr. Oh, shit. Das ist ein Problem. Zumindest keine Nennenswert-Granaten mehr. Gib ihm! 6 Hits, Melee Vulnerability. ...38. Komm schon, John. Scharfschütze. Der bewegt sich nicht. Dammit. J'aime pas ça du tout. Komm schon. Tor. 40. Der bewegt sich nicht. Jawohl. Durch zwei Wände. So wird es ein richtiger Scharfschütze gemacht. Sehr gut. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Nur Lumi ist wieder verletzt. Der einzige, der Schaden gekriegt hat und der direkt auch noch ohnmächtig geworden ist, war genau Lumi. Supi. Ach ne, Xelia hat ja gesagt, das ist seine Lieblingsklasse, aber bei Sono habe ich kein Feedback gekriegt, oder? Ob er die Klasse jetzt mag oder nicht. War der letzte Mal war auch Techniker, dann war die gleiche Klasse. Diese Ladezeiten. Ja, die Mods machen es halt nicht besser. Lumi ist schon wieder 9 Tage. Geh hier da drauf. Ninka wird auch ein Grenadier. Und zu Frauen hier würde die. Irgendwie sieht das nicht richtig aus. Die dünnen Ärmchen an der Waffe. Das sieht bei Lumi irgendwie passender aus, ich weiß nicht. Müssen wir nur dann die Revolver oder Pistolen relativ bald erforschen. Mal sehen, wie das funktioniert. Habe ich, glaube ich, noch nie gespielt, weil ich es aktiv besser finde. Aber wird schon klappen. Wir haben wieder ein Alien Data Cache Decryption und eine Admin Priest Autopsie. Work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Und wir haben einen Wissenschaftler bekommen. Sehr gut. Und ich würde damit sagen, sind wir für heute durch.